Und dann saß ich mit dem Auto, sind rausgefahren und da lief das Pärchen gerade über einen Zebrastein. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, die haben sich von uns gerade ein Eis geholt. Die sind an uns vorbeigelaufen. Meine Freundin so, oh, was du wieder achtest. Das ist ja nichts merken, das ist ja nur drauf achten. Ja, was du halt achtest. Hat sie ich denke, gemacht. Meine Kameraeinstellung ist so schöner für den Stream. Magst soll du dir den prüfen? Steinbruch angucken, Ben? Können wir machen. Waren wir letztes Mal nicht, ne? Da habt ihr noch gemeint, da hätten wir mal hingehen können. Hab ich nicht noch alles? Den haben wir, glaube ich, erst freigeschalten dann. Ja, den hatten wir es freigeschalten, aber wir haben es dann nicht gemacht. Weil ich bin jetzt gerade schon Richtung Minen, aber ich kann auch wieder hochkommen und... Ben, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemanden zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen wunderschönen Blumen... einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt, Pierre. Vor allem bist du einigen Leuten näher gekommen. Hi, Ben, du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr. Ich will dir etwas zeigen, Abby. Uhuhuhu. Ja, Alter, da muss ich den Wein mitnehmen, ne? Oh, wir haben Kaktusfruchtwein, das ist ja auch mal interessant. Lecker, das würde ich gerne mal trinken. Hier ist sogar noch ein Bild in der Endruhe drin. Ja, das habe ich wahrscheinlich dahin geschmissen, weil ich keine Ahnung, was wir damit machen sollten. Wo ist denn der blöde Steinbruch eigentlich? Achso, erstmal hier. Erstmal Tiere verdingen. Sollen wir dir sagen, wo er ist? Oder? Ja, das ist doch eine Brücke, der ganz rechts, oder? Ja, du kannst aber auch mit der Dings hin. Mit der Lore. No. Auch wenn man da noch nicht war? Ja, tatsächlich. Ja. Das ist mir nämlich gerade eben aus Versehen passiert. Wollen wir Benny hacken lassen, oder? Ich kann ihn hier unten machen. Ich muss jetzt mal Milch holen, ja? Und mit den Kühen knuddeln. Mit Lotterbell und mit Snunani. Man schafft den an einem Tag sowieso nie alleine. Aber wir hatten doch auch hier, stimmt, unser Hühnerstall ist fertig. Jungs, Mädels. Ach, nice. Wir können uns jetzt Hühnchen kaufen. Ah, ich habe gerade eine geheime Notiz gefunden. Eine geheime Notiz? Eine geheime Notiz. Warum ist die geheim? Soll ich die mal... Ich habe auch hier eine gefunden. Die geben uns Benny. Kennst du das noch? Wieso Lumi streamt doch auch. Nee. Kannst du auch Lumi geben. Ja, ne, aber... Ich hab sie doch. Ich habe auch eine bekommen. Gerade eben, eine Sekunde nachdem du es gesagt hast. Ich kenne das ja, Benny. Deswegen sollst du, weil ich du... Ich weiß es auch nicht mehr, tatsächlich. Also, Lumi liest du doch vor. Ja, du kannst auch jetzt damit. Ah, jetzt. Ja, lesen. Aha. Dann gib doch du mal deine dem Ben. Naja, ich bin noch nicht, wo ihr seid. Naja, am Steinbruch bin ich. War der ganz. Achso, hier mit dem Ding ist ihr gefahren, ne? Stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, seid schon so schnell dahin. Lore. Steinbruch. Hallo. Ja, okay. Du darfst jetzt nichts sagen, Felix, weil ich weiß nicht mehr, was das zu bedeuten hat, aber ich möchte mit Ben zusammen überlegen. Hast du verstanden? Ja, ja. Gut. Geheime Notiz, sie ist alt und zerknüllt, aber wenn du sie dir ganz genau ansiehst, kannst du etwas erkennen. Kann damit aber nichts tun. Ach doch, ich kann A drücken. Alex, Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück, Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Bitte was? Hab ich. Auf deine geheime Notiz? Ja. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Vorlieben von Leuten, oder? Kann das sein? Ich darf ja nichts sagen, ne? Find's raus, wenn du noch einen liest. Ja, vor allen Dingen habe ich auf meiner... Ja, ich hab noch einer. Ich hatte auf meiner nur Pfeile. Benni, komm her. Bin unten. Ich hatte auf meiner nur Pfeile. Naja, mit irgendeinem Bild oder so? Ja, aber das Bild habe ich nicht entziffern können. Und jetzt ist die Notiz weg, weil ich sie einmal angeguckt habe. Ich dachte, man kann die sich nochmal angucken. Nein. Nee, kann man nicht. Das ist doch scheiße, ist das. Sei immer nicht so ausfällig hier, junge Dame. Das ist aber auch scheiße, sorry. Ich habe nur ein Bild, und zwar von Tieren und hier von der Jungen. Wie heißt die, die die Tiere verkauft? Die Marley. Oh, da ist schon genau. Wieder eine geheime Notiz. Warum das ist einfach den jetzt ständig? Das ist einfach nur Hintergrundgeschichte, oder? Das ist einfach nur ein historisches Bild von der. Und das andere Lumi war bei dem Kreuz drauf. Ist eine Schatzkarte. Naja, das was bei Lumi war, die hat gesagt, das war dann weg. Ist das eine Schatzkarte bei Lumi? Ja, das wäre eine gewesen.
Hallo Olaf. Aber du hast doch einen Stream, da kannst du doch danach gucken. Da gucke ich dann auch nochmal nach, aber nicht jetzt. Und jetzt habe ich sei gegrüßt, Lumida, hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden. Ich freue mich schon auf dich, Gi. Ich habe noch einen Gi. Warum kriegst denn du? Du kriegst auch aus den blöden Steinen, oder? Ja. Ich auch. Wo bist denn du überhaupt, Lumi? Ich bin unten in der Mine. Sonderbestellungen der Kneipe zum Sternenfall. Bürgermeister Louis, Herbstfülle. Doppelte Portion ballaststoffreiches Brot als Beilage. Marni, Kürbiskuchen, extra Schlagsahne. Demetrius, Bohneneintopf, bitte scharf. Und Caroline, Fischtaco. Sie will 3 Portionen Soße, am besten ein paar Servietten dazu legen. Ja, das wissen manche und? Jetzt hast du mit mir geredet? Nein, das war zum Stream. Ich habe den falschen Hotkey benutzt, um mich zu... Wo bist denn du überhaupt, Blumi? Ich bin doch in der Mine. Ach, du gehst... Hey, Moment mal, hier geht's noch in die Mine? Wait, what? Na, du kannst auch in die Lore einsteigen und auf Minen klicken. Ach so, und dann findest du jetzt auch geheime Notizen? Ja, da gibt's auch geheime Notizen. Aber warum gibt's denn die jetzt? Das gibt's erst im Winter, oder was? Nein, wir haben letztens was freigeschalten. Was haben wir letztens freigeschaltet? Möchte ich mal jemanden nochmal kurz daran erinnern? Ich weiß nicht mehr was, aber auf jeden Fall hat es damit zu tun, dass du jetzt die geheimen Schriften lesen kannst. Ach, ich habe irgendwas abgegeben gehabt. Und seitdem können wir geheime Schriften lesen. Konnten wir das alle lesen oder konntest nur du das dann? Nein, ich habe es gefunden gehabt und es wurde für alle freigeschalten. Okay, das habe ich irgendwie vergessen. Das habe ich auch gebraucht. Aber das ist halt schon echt lange her, muss ich mir ehrlich sagen. Ja. So. Jetzt also die Schatzkarte habe ich nicht mehr, aber der Gi sagt was wegen einem dunklen Tunnel. Wer auch immer Gi ist. Ja, das ist was für Benny und ich werde mich dazu nicht äußern. Keine Ahnung, also wer Gi ist. Ich darf der Ben mal überlegen, was der dunkle Tunnel ist. So. Der dunkle Tunnel? Kennst du das Benny, such mal einen dunklen Tunnel auf der Map. Achso, den lösen hier Abwässer. Aber da haben wir keinen Schlüssel für. Den Abwassertunnel fällt mir spontan ein. Der ist. Ach, ich darf ja nicht. Ach, sagen. Da ist Lumi. Ja, ich helfe euch jetzt, weil ich habe kein Leben mehr und deswegen bleibe ich nicht in der Mine. Wir sind noch ein dunkler Tunnel. Ich will mich doch hochleveln eigentlich in der Mine, aber. Benny. Benny, da oben, Notiz. Ich bin irgendwie ein bisschen verpeilt heute. An die erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Das ist ja auch blöd, dass die nur einmal kurz sei gegrüßt, Benny. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich auf dich, schon dich zu sehen, Ki. Jetzt hab ich dir auch. Da kannst du mal überlegen, wo du einen dunklen Tunnel findest. Einen roten Tunnel. Du bist auch so ein roter Tunnel. Ich finde nirgendwo einen dunklen Tunnel. Jupp. Sind wieder bei dem nie wehrlosen Thema angekommen, sehr gut. Aber ich keine Ahnung, wie ein dunkler Tunnel sein soll. Hier auf der Map gibt es einen dunklen Tunnel. Viel Spaß beim Suchen. Ja, die Mine höchstens noch, aber... Nein! Es gibt noch einen dunklen Tunnel. Keine Ahnung. Moment, andere Seite ist vielleicht besser, vom Platz her. Oh, ich habe noch eine geheime Notiz gefunden. Festschüsse ja von selbst drauf. Wir haben Zeit. Müssen ja eh bis zum dritten Jahr spielen. Meerjungfrauenshow 1, 5, 4, 2, 3. Bitte was? 1, 5, 4, 2, 3. Vielleicht fällt's dir ja. Meerjungfrauenshow. Ist ein Code wahrscheinlich. Merkt ihr die Zahlen mal? Ich hab Twitch. Twitch, klippt das. Es gibt nämlich ein Event. Ich hab mir diese Sachen alle nicht gemerkt. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Es gibt ein Event und da sind die Zahlen sehr, sehr nützlich. Wahrscheinlich, weil du irgendwie in der Tombola was gewinnen kannst, oder so ein Quatsch. Oder Bingo spielen oder so. Nee, ganz. Lumi snackt sich wieder das ganze Holz ab, was ich hier hart abfahre. Sorry. Läuft vorbei und über 3 Kilometer wird das Holz dir gesaugt. Wie so ein Staubsauger, also. Mein Holz. Ja, no. Sei mal nicht so fies hier. No, von den Teletubbies. Mach ich jetzt auch. Mein Holz. Benny. Wieso bin ich denn fies? Ich hab das nur wiedergegeben, was du gemacht hast. Benny, Nono von den Teletubbies. Hieß der Nono der Staubsauger? Ich weiß schon, wie du meinst. Aber hieß der Nono? Daran kann ich mich nicht erinnern, wie der hieß. Können die Leute ja mal in den Stream schreiben, wie der hieß. Ich dachte, der hieß Nana, der Staubsauger von den Teletubbies. Alter, warum? Fragt, wozu? Und woher weiß das jemand von euch? Weil wir Teletubbies, okay, groß geworden sind wir mit denen nicht.
Aber weil die trotzdem ein Phänomen waren, während wir noch hier relativ jung waren. Die waren furchtbar, kein Mensch hat die geguckt. Mein kleiner Bruder hat die gerne geguckt. Und ich musste mitgucken, weil die kam ja nur früh. Und so, Felix, stehst du mal mit dem Markus auf, machst mal einen Fernseher an. Okay, das ist ein... Oh shit, das ist Harvey und nicht Pierre. Dann habe ich Harvey einen Fliegenpilz geschenkt. Ja, das würde die bestimmt nicht mögen. Nein, das mochte er auch nicht. Ach nee, Harvey war ein Typ. Ja. Jedenfalls ist ein kleiner Bruder, ist eine begründete Ausrede, aber sowas zu wissen ohne Hintergrund. Was? Ohne kleine Brüder? Schade. Ja. Wer kauft denn dann morgen Hühner? Ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit Hühner kaufen, aber ich vergesse es immer wieder. Ich habe einen Müsli-Riegel gefunden im Müll. Boah, ein Müsli-Riegel wäre jetzt was. Ich habe gerade Brot gegessen. Mit Fake-Hähnchenbrust drauf. Tortellini habe ich gegessen und Schokolade. Warum hast du nicht richtig gegessen? Das war richtig. Nee. Was ist denn dein Problem mit Tortellini? Tortellini und Schokolade ist aber kein normales Essen, kein vollwertiges. Ach so, nein, nacheinander, nicht miteinander. Trotzdem ist Tortellini und Schokolade kein vollwertiges Essen. Und ein Proteinpudding. Es ist immer noch kein vollwertiges Essen, da fehlen Vitamine. Kalte Ravioli wäre jetzt was. Ich habe nämlich noch eine Tomate gegessen. Du hast recht, aber ich bin auch heute erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich habe hier, okay, ich habe noch Äpfel da, die könnte ich noch essen. Du warst arbeiten und nicht im Urlaub. Beides. Leute, kalte Ravioli wäre es jetzt. Ist doch halt kalte Ravioli, wenn du Bock drauf hast. Nee, das ist also ich habe erst eine Woche Urlaub gemacht und dann war ich 3 Tage arbeiten. Und mir erzählen, du bist die ganze Zeit arbeiten. So ein Quatsch. Hab ich gar nicht erzählt. Ja, bestimmt. Warum soll ich dir was erzählen, was nicht stimmt? So bist du halt. Ich bin übrigens schon sehr, sehr langsam. Ich geh mal ins Bettchen. Sonst komme ich nicht mehr vor 2 Uhr an. Ich komm mit. Warum gehst du jetzt? Ach, ich hab mein Teddy, geh weg. Mein Teddy. Ich Lust auf dein Bett hab, das ist so schön groß. Ich schlaf in meinem Teddy. Ich will nicht, wenn du da bist, schlafen. So, Still a better love story than Twilight. Heute kann ich euch ärgern, ich esse Schokolade. Richtig, übrigens. Schokolade. Ich hab ihn dann bei Stufe 2 bekommen. Spitzhacken-Erfolg. Spitzhacken-Effektivität habe ich bekommen und ich kann eine Megabombe bauen, geil. Übrigens, den besten und wirklich, wo ich eine emotionale Bindung dazu hatte, den besten Teddy hat Among the Sleep als Videospiel, muss ich auch mal sagen. Den wollte ich wirklich behalten. Das Spiel geht auch nur 2 Stunden, das kannst du locker an einem Abend durchspielen. Ernsthaft? Ja. Ist das so gut? Ja, aber das ist so gut. Hat das sehr viele Jumpscares? Nein, gar keine. Nicht einen. Alles gut. Das hat wirklich nur immer so ein bisschen Psycho-Horror, dass da irgendwas Blödes auf dich zuläuft oder sowas, aber es ist halt kein wirklich Jumpscare. Du hast immer Optionen, da drumherum zu spielen. Okay, cool. Oder du guckst es dir halt in meinem Stream an oder in meinem YouTube-Videos, wenn es jetzt kommt. Nein, das wollte ich selbst spielen. Wenn es scheint, das würdest du. Wieso hab ich denn schon wieder hier mit recht nahe kommen und ich soll hier. Krieg ich das zweimal? Und Abby soll ich abends besuchen, sonst hab ich das nochmal gesagt bekommen. Ja, Abby, ich komme ja heute Abend zu dir. Ist ja gut. Du hast mich überzeugt. Das stimmt überhaupt nicht. Dann muss ich aber heute Blumen kaufen und dann abends zu ihr gehen. Ach, Blumen kaufst du auch schon? Ja, Pierre hat doch gesagt, ich soll Blumen kaufen. Zieh die am Ende auf unserem Hof ein. Ja, in meinem schönen großen Haus. Ich habe auch schon ein schönes großes Haus. Ach, Felix noch nicht. Nur bei Lumi. Lumi fängt ja an zu zicken, ja? Ja, ich bin die einzige Frau auf meinem Hof. Bei mir arbeiten nur Männer. Bitches. Moment, ich muss da noch mal kurz was fragen zu den Bitches und nur Männer. Ja, ihr seid meine Bitches, Männer. Ja, ist klar. Nee, das ist irgendwie anders. Ihr arbeitet für mich. Ich würde eher sagen, du arbeitest für uns. Bist du vom Fisch bespuckt, Lumi? Von was? Vom Fisch bespuckt. Will ich wissen, was das bedeutet? Da kommt die Redewendung. Ich denke nicht drüber nach, nein. Bist du uns verkackeiern? Ach so. Prähistorische Handaxt habe ich mal wieder bekommen. Tatsächlich kenne ich das nur von der Bundeswehr. Ich kenne es von einem Kumpel. Sie sehen ja aus wie vom Fisch bespuckt. Wenn jemand richtig scheiße sich zurecht gemacht hat. Denk dran, Hühner kaufen.
Ja, mache ich gleich. Ich wollte aber jetzt Hartholz holen, auf dem Rückweg Hühner kaufen. Also irgendwie, ich glaube, ich sollte erst leveln, bevor ich so tief in die Mine gehe. Hä, was willst du leveln? Naja, Kampf. Nee, hast du nicht schon gelevelt? Oh, jetzt habe ich hier wieder so eine Karte. Benni, du musst auch noch den dunklen Tunnel finden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ein dunkler Tunnel sein sollte. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Kannst gerne mal machen. Geht mal. Vielleicht findest du es bei der nächsten Busfahrt raus. Das aber ich denke, habt ihr nicht gesagt, auf der Karte ist ein dunkler Tunnel? Mhm, aber... Für mich ist der Bus auf einer anderen Karte, deswegen war ich irritiert. Ja, nee, aber der Bus steht auf bei uns. Ja, auch in den Bus steigen. Ich meine, wenn man in die Wüste fährt, das ist für mich eine andere Karte. Ja, die Wüste ist eine andere Karte, aber der Bus an sich nicht. Ach so, der dunkle Tunnel, stimmt, da ist ja noch ein Bustunnel. Wo ich mich immer gefragt, ob man reinlaufen kann. Jetzt hier, ich will Aufmerksamkeit. Nee, ich habe hier ein Buch rumliegen, ich kann es nie aufheben. Hast du keinen Platz im Inventar? Doch. Aufmerksamkeit! Die Bitches geben Aufmerksamkeit, wenn sie es für richtig halten, ja? Warte mal, Bitches gehören ihrem Pimp, ja? Aber du bist kein Pimp. Du hast keinen Magic Stick. Ich habe so eine Art Schatzkarte. Und ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich möchte es gerne ungern wegklicken. Und vielleicht könnte man es irgendwie zusammen machen. Hallo, Leo. Ja. Was hast du denn für eine Schatzkarte? Nicht, was ist denn bei dir los? Also ich habe so ein Haus, ein blaues, mit einem roten Dach und so einem Kreuzchen dran. Und da steht ein Punkt davor. Und dann gibt es dann wieder hier Pfeile. Ah, das ist schwierig. Ich habe es mir schon mal im Wiki durchgelesen, weil ich es auch nicht so ganz kapiert habe. Sag mal Stopp. Dann suche ich es raus. Sag mal Stopp. Stopp? Chatsauce ist unser erstes Huhn. Wie bitte? Ach, der hat auf zufällig die ganze Zeit geklickt und... Achso. Oh, bei mir ist da die Valley abgeschmiert. Sehr schön. Ja, ich kann jetzt auch noch nie so schnell. Oh Scheiße, da kommt eine Fledermaus, ich muss hier weg. Hm, ist doch. Also tut mir leid, jetzt kann ich es doch nicht mehr diktieren. So, habe ich jetzt das Hühnchen? Ich bin schon auf dem Weg zu einem Hühnchen. Ich bin schon wieder rein, ich kann selber nachgucken, alles gut. Wir haben ein Hühnchen. Chester. Sehr schön, genau. Chester! Chatzers. Ach, Chatzers, was sind das für Name? Nee, war so random. So schnell wie möglich sollten wir gleich das nächste Huhnhaus uns holen. Wir können, ja, stimmt, wir können bauen. Zeit bauen im Winter. Wir können bauen. Erstens das und zweitens müssen wir diese automatische Zeug holen. Und Benni, du gehst dann mal. Ich will noch mehr Hühner kaufen. In dem Stream noch in den dunklen Tunnel. Ja, mache ich. Ich will Hühner kaufen. Ja, Papa. Stopp sagen. Stopp. Gumina. Was? Gumina. Oh, Gumina, das klingt sehr schön. Ich sende dir die kleine Gumina sofort zu ihrem neuen Zuhause. Wie soll ich denn davon kaufen eigentlich? Alle einfach voll? Drei reichen aus. Soll ich noch mehr Kühe kaufen auch? Weil wir haben ja noch Gold. Oder nicht? Naja, ich wollte ja die nächste Erweiterung eigentlich vom Hühnerstall kaufen. Nochmal Stopp sagen. Stopp. Ski. Sehr schön. Sende dir die kleine Ski sofort zu ihrem neuen Zuhause. Okay, jetzt haben wir drei Hühner. So. Wo konnte man das Hofgebäude aufwerten? Bei der Robin rechts oben, beim Bauen. Das ist geil, ich steh im Supermarkt und der Elliot atme tief, du, ich riechst du den Geruch der See. Ich brauche noch. Klar, ne? Hier steht übrigens bei mir auch bei der prähistorischen Handachs. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es im Museum spendest. Aber das haben wir doch schon immer gemacht und das ging ja nicht mehr, ne? Was? Die prähistorische Handachs zu spenden. Ich glaube, es ging nicht mehr. Du kannst sie erstmal aufheben. Und ausprobieren. Ich muss jetzt eher ein bisschen durch die Gegend laufen. Holz und 150 Stein brauchen wir. Für den großen Hühnerstall. Und das nächstgrößere ist dann... Wir hatten die Sachen aus dem... Oh, sind die gerade fertig geworden? Ah, die sind fertig geworden. Unser Wein ist fertig. Melonenwein! Und was wolltest du noch fragen, Benni? Geil. Das habe ich gerade... Ich wollte wissen, wer das hier nicht wieder aufgefüllt hat, aber da war einfach nichts zum wieder auffüllen. Melonenwein klingt geil, oder? Ja, klingt saugeil. Also morgen hole ich dann den anderen Hühnerstall, den großen. Soll ich noch Tomaten? Verbessere ich eigentlich irgendwas beim Schmied? Weiß ich nicht. Weiß das jemand? Nein, wie oder was wolltest du jetzt fragen? Ob. Wie ob?
Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr, ob ich was abgegeben habe. Wir sollten alle möglichen Sachen beim Schmied verbessern, solange wir hier... Ja, was hast denn du in deinem Inventar? Oder geh einfach hin und... Ich gehe einfach hin. Ja. Du musst aber die Kupfer und sowas dort mitnehmen. So, ich mache noch ein bisschen Wodka, weil ich habe gerade Kartoffeln zum Einlegen geschickt. Benni, wenn du beim Schmied bist und der nimmt keine Geoden zum Beispiel entgegen, dann arbeitet der gerade auch. Ach so, was meinst du? Und, hätte ich dir auch sagen können. Dass ich habe gesagt, morgen. Verdammt, ich habe es auch verpasst, so, die Blumen zu kaufen. Ja. Naja, muss ich halt den Wein nur mit, bring ich nur Wein und Gelee mit. Willst du eine Sonnenblume haben? Ich habe noch eine. Nee, Brombeergelee und Kaktusfruchtwein muss reichen. Ach, du hast kleine Sequenz quasi. Ich weiß nicht, ich hatte mir gesagt, ich soll 20 Uhr mal vorbeikommen. Oder nach 20 Uhr, besser gesagt, hat sie nichts genaueres, weiß man nicht. Ich bin halt der Oberpolizist. Ein Date. Ich hab nicht mal ein Date, sie hat nur gesagt, soll endlich mal vorbeikommen. Oh, was hat denn der jetzt gemacht? Ist schon ein bisschen dominant, ne? Nee, das ist ja mir überlassen, wann ich das dann dem folge, ja? Sie hat gesagt, soll mal bitte vorbeikommen und ich kann mir selber überlegen, welchen Tag ich dann nehme, ja? Sonst würde ich mich niemals verabreden, dann würde mich da jemand voll überraschen nachts um 20 Uhr. Weißt du, wie ich nachts um 20 Uhr aussehe? So wie du immer vorm Stream sitzt wahrscheinlich. Ja gut, heute sehe ich extrem gammelig aus, ich gebe es zu. Ich habe nicht in deinen Stream geguckt, wie du aussiehst. Sei froh, lass es lieber. Ich habe noch ein verlorenes Buch gefunden und ich habe einen getrockneten Seestern gefunden, das ein Artefakt ist. Haben wir den schon abgegeben? Keine. Ich glaube nee, aber selbst wenn, tu es einfach in die Erbstruhe rein. Ach ja, getrockneter Seestern. Wie viel Köder haben wir eigentlich noch? Ich habe ein paar. Definiere ein paar. Moment, ich war gerade am Angeln, deswegen konnte ich nachgucken. 123. Okay, dann sammle ich mal welche für mich. Ich kann dir auch irgendwie 40, 50 abgeben, ja? Das ist nicht das Problem. Nein, alles gut. Ich bin so schon wieder in der Mine. Ich muss doch auch noch leveln. Wer zum Henker macht da gerade irgendwelche komischen Geräusche? Ich höre auch die Blubbergeräusche. Ja. Wenn du ganz schnell mit der rechten, also was ist ganz schnell, wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, dann tut er ganz schnell eine gewisse Anzahl rausziehen, also so lange bis du halt stoppst. Ja. Und macht das so ein lustiges Geräusch. Und ich habe mir gerade 150 Stein und 400 Holz geholt und damit gehe ich dann morgen den Hühnerstall erweitern. Ich habe noch einen Anker gefunden. Hühnerstall erweitern direkt. Ja. Wir müssen den so schnell wie möglich hochklatschen, damit er. Stimmt, hat ja irgendjemand was da eigentlich mal wegen Stroh und so für die Kühe und so gemacht? Kann ich bitte reingucken da? Ich noch nicht. Was? Stroh für die Kühe? Also Futter für die Tiere. Eben, und deswegen müssen wir das so schnell hochleveln, weil dann brauchen wir das nicht mehr machen. Ja, aber du kannst ja jetzt trotzdem heute mal reingucken, weil wir haben es ja noch nicht. Ich wollte ja gerade zur Mine hoch, aber ich gehe jetzt wieder zurück. 21 Uhr lohnt sich die Mine doch gar nicht mehr. Ich wollte aber jetzt zu Abigail. Drin. Ich bin auch um 8 Uhr. Komme ich überhaupt 21 Uhr zu Abigail? Das ist doch der Laden, der hat doch zu. Nach 20 Uhr, ne? Ha! Ja, wenn du. Ja, ich muss zwischen 20 und 21 Uhr in den Laden. Ja, gut, aber wenn du da die Quest hast, wird doch da irgendwie eine Sonderregel kommen, nee, oder? Nee, wer kommt geöffnet von 9 bis 21 Uhr? Oder aber bis 21 Uhr geöffnet, ist ja schon krass. Ist es bei euch nicht? Ist er bei euch bis 17 Uhr hat er offen, ne? Normalerweise. Ja, aber ich hab trotzdem. Da kann ich selber gucken wegen Tiere. Da ist eine Schatzkarte, die mir was bringt. Die du verstehst, meinst du? Ja. Hast du schon reingeguckt? Ja. Okay. Hast du schon gestreichelt? Die schlafen. Oh. Oh. Aber hier unten bei den Hühnchen warst du nicht, oder? Nein, noch nicht. Da gehe ich da jetzt rein. Schlafen aber auch. Ist okay, aber die haben nichts zu futtern. Oh, das ist jetzt eine Schatzkarte und ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar. Da gehe ich lieber nochmal heim, oder? Oder verfällt das? Tu doch einfach irgendwas weg, was du nicht brauchst. Leben zum Beispiel kannst du in den Müll kippen oder erstmal raus. Ich brauche alles, verdammt. Zähl mal alles auf, was du drin hast. Ich finde bestimmt was du nicht brauchst. Eine Schneesüßkartoffel. Was? Eine Schneesüßkartoffel ist schon die erste Antwort. Die kannst du essen. Jetzt, ich habe zwar verstanden, was, aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Nee, ich bin an der Stelle, wo der Schatz sein soll, aber hier ist nichts. Du musst dort deine Hacke, glaube ich, nehmen oder so. Mache ich, aber da passiert nichts.
Nee, ich meine die mit zum Erdumgraben. Ja, ja. Oder rechts klicken. Wo bist denn du? Ach, ich meine die zum Erdumgraben. Ja, ist schon klar. Mach mal Boden. Jetzt. Inventar voll. Ach, sag bloß. Wir sind da drauf gekommen. Jetzt hör auf, mich zu nerven. Das ist ja unglaublich. Ich mach heute nichts, ne? Ich sag's nur mal. Ich halt nur mal fest. Ich hab da auch nicht mit dir geredet. Ach, da findet man Artefakte dadurch. Ja. Ja, nice. Die findet man aber auch anders. Teddybär. Ja, aber so geht's vielleicht schneller. Knuddeln, Teddybär knuddeln. Ja, finden wir dann so lange Notizen, bis wir alle Artefakte haben? Oder wie ist das gedacht? Ich glaube. Cool. Du hast ja schon zwei Stück vergeigt. Naja, du findest die Notizen ja manchmal doppelt, wie du vor uns an Benny gesehen hast. Und komm jetzt schnell zurück. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Stress mal nicht hier rum. Bin ja schon eins. Auf dem Weg. Ich schlaf schon in der Zeit. Oh, wir haben Linus Geburtstag verpasst. Schon wieder? War gestern. Ja. Komm jetzt rein. Das erste Mal. Es ist 1 Uhr, du schläfst gleich ein. Ich bin doch schon auf dem Weg. Was willst du denn jetzt? Hör doch mal auf, hier rumzuzicken. Du bist die gezickt. Ja, Bitch. Ja, du bist die Bitch. Nein. Du hast es gerade bewiesen mit deinem Verhalten. Und ja, ich schlafe nicht in meinem Bett, weil ich ganz genau wusste, dass Felix da liegt. Hä? Woher denn das? Ich lag da nicht. Oh, wir haben auch viel Diamanten verkauft. Du warst so darauf erpicht, dass ich ins Bett gehe. Da war mir klar, dass du in meinem Bett auf mich wartest und lauerst.